Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück bei meinem Dark Souls Let's Play. So, ihr Galderbamschen, ja, Déjà-vu, nicht wahr? Aber wir laufen diesmal nicht darunter, denn wir sind da unten fertig, wir haben es geschafft, wir sind noch ganz hinten durchgedrungen, sind einfach an allen Gegnern vorbeigerannt und ja, jetzt müssen wir wieder hier hoch. Bitte sag mir nicht, dass die Ziegendämonen wieder da sind. Ich will nicht mehr. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Ich mag die gar nicht. Okay. Ich soll mal nicht so rumpussen, oder? Das ist auch das, was du sagen willst, nicht wahr? Haha, Edgy Badge, kriegst mich nicht. Au. Nein! Naja, der Kampf nach oben. Mal gucken, ob wir es überhaupt wieder schaffen, zurückzukommen. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es stark. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Aber, Nitiras. Das ist jetzt jemand ganz speziell angespreckt. Angespreckt, ja, das ist ein Wort. Wenn ich mit dir ein Let's Play mache, vielleicht habe ich ja jetzt schon eins mit dir aufgenommen, habe es nur noch nicht hochgeladen, aber falls du das hier noch siehst, bevor wir das zusammen aufnehmen, du wirst dich nicht mehr mit lustig machen, weil du weißt, dass du es nicht wirklich besser kannst. Und jeder macht mal Fehler. Jo. Und tot. Oh yeah. Oh, was? Ja, ich dachte eben, hier wäre Loot. Oh, da ist leider keiner. Ich bin so traurig, weil da kein Loot war. Ich werde es hier nicht zur Heulsuse machen. Vielleicht doch noch. Bei Dark Souls kann man nie wissen. Bei Dark Souls für selbst der härteste aller harten Männer mal zur weinenden Mimose. Ich will nur gegen einen kämpfen. Komm schon, lass uns spielen, aber nur auf meinem Spielplatz. Und nein, ich steige nicht in deinen Lieferwagen ein, auch wenn du Süßigkeiten hast. Ich sehe dir doch an, dass du nichts Gutes willst. Bam. Oh, ja, Mann. Oh, auf jeden Fall, wenn ich stark 40 habe, werde ich die Teile 2 nicht benutzen. Also, 2 davon meine ich, in jeder eins suchen. Dual wielding, you know. Und hit. Hit. Nein. Oh, nee, den Witz bringe ich jetzt nicht, den bringe ich woanders. Der ist so schlecht, den kann man auch auf morgen verschieben. Schade niemanden. Ich finde das so mies, wie viele fette Gegner hier einfach sind. Also fett im Sinne von übelst stark. Und ich frage mich, ob man durch irgendeins von diesen Teilen durchspringen kann. Hey, Dämon, bring den Loot zurück, mach keine Faxen, ich spiel verrückt. Hey, Dämon, alle singen im Chor, ich will deine Machete, und zwar nicht fliegend ums Ohr. Yeah! Ich sollte echt singen. Ich sollte Sänger werden. Langsam zu. Ey, Mann, das war jetzt unfair. Stopp! Ich will nochmal! Das war unfair! Du hast geschummelt! Mano! Okay. Du willst es. Du kriegst es. Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Stirb! Ich würde gerne mal wissen, was die droppen. Ich habe irgendwie den Gedanken, dass die irgendeine Münze droppen, die absolut gar nichts bringt. Und hier ist noch meine stärkeren Seelenpfeile, weil ich ganz der harte Ficker bin. Schluck das, Bitch! Peng. Langsam, du bist zu langsam, du bist so langsam, du Gurke. Ich finde, es sieht so dämlich aus, wenn er das doppelhändig hält. Ey, Mizzet. Komm wieder her. Ah, das war ein Witz. Ich meine das doch gar nicht so.
Wow, 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 wow. Glück gehabt, Bitch. Und zack, tot. Nix da. Nö. Erlaube ich dir nicht. Ich mach's eigentlich lieber mit Pfeil und Bogen. Ich brauch unbedingt neue Pfeile. Hä? Ich mich verarschen, ich schieß ihm in den Rücken und der andere dreht sich um. Oh, das war cool. Das nicht. Das war eigentlich gar nicht cool. Oh, eine Dämonenmachete. Cool. Sowas habe ich noch nie gefunden. Huh. Nice. Uah. Uah. Tja, wer hat jetzt das größere Schwert, hä? Ja, ich weiß immer noch du, aber trotzdem. Oh nein, wir müssen ja gegen noch einen von denen kämpfen. Ich will nicht. Bei dem verrecken wir jetzt eh, weil wir den von hinten angreifen müssen. Ich sollte eigentlich gar nicht so viel reden, ist gar nicht gut für meine Stimme, Mann. Hab eh schon Halsschmerzen. Ja, ich hab immer noch Halsschmerzen. Alles noch am selben Tag. Und, ja. Hey Dämon, bring den Tune zurück, mach keine Faxen, die Meute spielt verrückt. Nee, wetten, ich krieg einen Copyright Strike dafür, dass ich immer so eine Scheiße singe. Hm, Glück gehabt. Selbes Spiel wie vorhin, hä? Achso, das war's ja gar nicht. War dein Kollege, ne? Der ist genauso dumm wie du. Ja, der hätte ich auch geschrien, was? Vollidiot. Ich geh jetzt. Keine Lust mehr, ja. Keine Lust mehr. Mach keinen Spaß mehr hier unten. So viele böse Menschen. Die wollen mir alle nicht gut. Nicht gut wollen die mir. Wir waren schon lange nicht mehr in der Oberfläche, oder? Und ich würde gerne echt wissen, wie man an den Scheiß da hinten rankommt. Ich glaube, ja, ich glaube, wir müssen erst Gwyn töten, damit wir da hinkommen. Oder wie bekommt man diesen. Wie bekommt man diesen Feuerring? Ja, bekommt man von diesem Dämon. Und zu dem kommt man nur, wenn man da hinten lang geht. Ich glaube, wir sind echt. Wir hätten hier noch gar nicht sein dürfen. Das ist, glaube ich, eigentlich viel zu weit für uns. Ich glaube, eigentlich ist es, wie es gedacht ist, dass man nur hier runterkommt, um das Leuchtfeuer hier zu aktivieren, dass man sich dann von Arno Londo her wieder hierher teleportieren kann, glaube ich. Das ist meine Theorie. Ich glaube, es ist gar nicht gedacht eigentlich, dass man direkt wie ich jetzt, nachdem man Kellogg's getötet hat, also Quaylock, Quaylock, ja, das Viech halt, das Spinnenmonster, das eigentlich ist danach, glaube ich, gedacht, dass man wieder in die Oberfläche geht. Geilt. Stärke 36. Ich bin ja so ein Badass. Oh, yeah. Entschuldigung. So, wir gehen jetzt wieder hoch und joa, müssen uns hochkämpfen. Oh, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, Mann. Boah, das sieht cool aus, wenn das Schwert wirklich so rot wäre. Boah, das wäre so geil. Wow. Oh Mann, Alter. Meine Stimme kackt immer mehr ab. Are you in need already? Well, anything for the fair lady. What do you want? There is nothing to say to you, except... Aha. Wir chillen nur kurz hier. Wir gehen direkt weiter. So. Oh je. Dark Souls, wie ich dieses Spiel einfach nur liebe. Es ist so schön. Ach, jetzt ist es nicht mehr so schön. Wo ein Teil der Lava weg ist, ist gar nicht mehr so schön hier unten. Schade. Eigentlich. Eigentlich aber auch nicht. Dass wir immer noch keine Menschlichkeit dazu gewonnen haben, finde ich doof. Okay, hier gibt es auch keine Gegner, die Menschlichkeit bei sich tragen. Hier gibt es nur Dämonen. Dämonen sind nicht gerade menschlich. Sind nicht gerade dafür bekannt, Menschlichkeit zu tragen, ne?
Ach, weißt du, was lustig wird, wenn ich den ganzen Scheiß rendern darf, den ich hier aufnehme? Ich habe noch kein einziges von den neuen Videos hier gerendert. Bis jetzt habe ich bis Folge 18 gerendert. Aber hier, den Stuff hier, noch gar nicht. Hey Mongo, was machst denn du da unten? Mach keine Faxen. Sonst. Keine Ahnung. Gib ich dir einen Backstab. Ich sollte echt aufhören zu singen. Das macht nur meine LP kaputt. Mein ach so tolles LP. Ah, yo. Wow, wow, wow. Hey, yo. Check the flow. Was geht denn bei dir so? Uah! Schock. Zum Glück ist man beim Backstabben unsterblich. Ja. Eigentlich. Weg hier, weg hier. Weg hier. Hör auf, irgendetwas anzuvisieren, Mann. Weg hier. Nukestar. Das ist die beste Methode, die Viecher zu töten. Glaub mir. Dankeschön. Ich habe es schon oft gesagt und ihr werdet es bestimmt noch ein paar Mal sagen müssen. Ich hasse diese Flugviecher. Du bist ganz ein Blöder. Ein richtig Blöder bist du. Aua. Ach, ich habe Aua gesagt, obwohl mir noch nichts passiert ist. Ah. Diese kleinen Mistkäfer da töten mich eher. Diese Moskitos töten mich eher. Als hier so ein fetter Wichser. Oh, piss dich doch mal, Mann. Was habt ihr denn? Die Entwickler wollten dem Spieler eh nur auf den Sack gehen. Mit den scheiß Viechern, die hier rumhüpfen, ey. Okay, warte, bevor ich jetzt hier wieder vergiftet werde, bist du aufs Größte. Räusper ich mich erstmal. Dann ziehe ich meine Anti-Smog-Rüstung an. Smog im Sinne von Schlamm, im Sinne von Gift. Was kann ich noch tun? Ich kann meinen rostigen Ring einsetzen. Oh, rostiger Ring. Rostiger Ring! Du bist dran! Okay. Erstmal gucken, ob hier hinten noch irgendwo Loot ist. Ich weiß es nämlich gar nicht. Einfach mal sicherheitshalber. Hey, yo, was ist denn hier los, man? Was denn hier los? Da geht's nicht lang, yo. Hm. Finde ich nicht gut, yo. Finde ich gar nicht gut, yo. Ganz im Ernst, ich habe sowieso keine Chance, ich werde sowieso vergiftet. Ich hätte gerne meine Pyromantie-Fahne, ja, Fahne, genau. Meine Pyromantie-Flamme, so, hätte ich gerne auf Maximum, weil dann könnte ich die letzte überlebende Quay, irgendwas, die letzte überlebende von den Witches of Chaos, von Sisters of Chaos, um genau zu sein, dann könnte ich die sehen und könnte mit ihr handeln und könnte die mich unterrichten. In die Künsten der Pyromantie. Yo, hey! Joho! Joho, hey! Die sitzt dann hier irgendwo rum. Ich weiß auch nicht genau wo. Weil ich die noch nie zu Gesicht bekommen habe, glaube ich. Aber egal. So, okay. Ja, der weitere Weg wird echt kacke. Das kann ich euch sagen. Aber wir gehen ihn trotzdem. Wir müssen ihn gehen. Okay, müssen ihn nicht gehen, aber da sind halt coole Rüstungen, die ich haben will. Und ihr wisst, mein Name ist... Edward Sowells und... Loot ist mir wichtig. Ja, Schnupfen gehört dazu. Also, das ist jetzt nicht, weil ich erkältet bin, sondern... Schnupfen gehört einfach dazu.
passiert. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diese Moskitos hasse? Ja? Okay. Das reicht trotzdem nicht. Ich habe es noch nicht oft genug erwähnt. Alter. Was kann ich dafür, wenn ich in einem scheiß Bug drinne hänge, wo ich nicht gerade auslaufen kann, wo ich gar nichts machen kann, und dann hittet der Wichser mich, Mann. Oh Mann, piss dich doch einfach. Guck mal, hier kann man nicht hoch. Jetzt kann man da hoch. Wow. Wir müssen noch aufpassen, weil... Hier vorne gibt es noch so ein Blasrohrpfeilspacken. Wow, er schießt schon nach uns. Ja, der war ja gar nicht unten. War ja viel weiter oben. Da eigentlich ist es ja überhaupt kein Problem, weil man ihn eigentlich schon längst getötet hat, aber da wir einen Umweg genommen haben. Oh, wir wurden schon zweimal erwischt. Oh, nicht dein Ernst. Was hat er denn, Mann? Hat er dann Gatling oder was? Ist doch kein Blasrohr, Mann. Was ist denn los mit dir, Mann? Wo sag ich denn so oft Mann, Mann? Mann. Das ist echt nicht lustig. Ich hasse diese Scheiße. Krass. Wanderer-Rüstung. Jetzt haben wir die Rüstung vom Wanderer. Oh, kann die irgendwas Besseres als unsere Rüstung, die wir gerade haben? Physischen Schaden und sowas. Rüsten wir die gerade mal aus, oder? Einfach just because. Entschuldigung. So. Die sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, die Rüstung. Ah, wir haben uns eine Waffe bekommen, oder? Ein Flaschit. Flaschit, das hat ja einen indischen Namen. Flaschior, Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, wir bleiben natürlich bei der Waffe hier, weil Schwarze Ritterschwert mein absolutes Lieblingsschwert in dem ganzen Spiel ist. Yeah! Und, jo. Ich könnte echt Dark Souls mein Leben lang spielen. Mach ich wahrscheinlich auch. Bis ich irgendwann sage, dass die Grafik so kacke ist, weil es dann, keine Ahnung, 500k gibt oder so. Okay, 500k nicht, aber so. Vielleicht ja sowas wie... Oh, stirb! Ja, die Grafik gibt es hoffentlich nicht, aber vielleicht sowas wie 4k gibt es ja schon. Vielleicht ist dann ja schon sowas wie 10k so Standard für Videospiele. Irgendwann mal, ich hoffe es. Irgendwann so Real Life Vision und so. Es gibt absolut keinen logischen Grund, warum hier dieser Balken ist. Ich finde keinen Grund dafür. Ich finde, es ist einfach nur sinnlos. Aber okay. Man muss auch nicht in allem einen Sinn suchen. Das ist das, was die ganzen Bibelmenschen machen. Die suchen einen Sinn. Obwohl in der Bibel keiner ist. Ja, ich mag die Bibel nicht, Entschuldigung. Wow, Giftmenschen. Aua, 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 aua. Nebel? Nebel. Backstab. Biatch. Wie ich ihn hasse, diesen Wichser hier. Uah. Stirb. Ich hasse diesen Hund einfach nur. Weil der Kampf gegen ihn fast unmöglich scheint. Ich kann irgendwo runterspringen und man kriegt dafür aber was. War das hier? Ja, das war hier. Zack. Peitsche. Okay, die Peitsche ist jetzt nicht gerade eine nützliche Waffe. Und wieder hier runter. Upsala. Wir hätten eigentlich unsere Miracles mitnehmen sollen. If you know what I mean. Also unsere Wunder. Dann könnten wir uns heilen. Aber wir haben ja zum Glück den Auge-Ring-Bums-Viech. Und dann töten wir ein paar Gegner und das hielt uns dann. Das ist immer sehr nützlich. Ich finde das sehr nützlich und das ist sehr wichtig.
und ich finde das gut. Sehr gut. So. Jetzt gehen wir wieder hier hoch und wir bewegen uns jetzt raus aus Schandstadt und dem großen Sumpf. Und ich empfehle jeden, sich Dark Souls für die PC zu holen. Modden ist nicht schwer, Dark Souls. Guck dir ein Video an. Es gibt jede Menge dazu. Es dauert 20 Minuten, also es zu modden höchstens. Und ganz im Ernst, das lohnt sich doch. Ich meine, 20 Minuten für so ein Hammer-Spiel. Aua. Hier ist irgendwo so ein Giftpfeil-Spacken. Ich hoffe mal, wir laufen ihm nicht über den Weg. Doch, da ist er. Finde ich gut. Actually, I have decided I go this way. Oh nein! Oh nein! Das war ein bisschen Mischung zwischen angetäuschten Weinen und Husten. Ich muss ja kurz die Nase pusten, Entschuldigung. Jetzt bin ich wieder da. So. Ganz im Ernst, ich habe jetzt gerade nicht wirklich Lust, jeden Gegner hier zu töten. Nur bei denen... Oh, fick dich! Nur bei denen es wirklich nötig ist, so wie bei dem hier. Aus dem Weg. Ich keine Lust habe, die ganzen Lappen nochmal zu töten. Ich hasse es, wenn die Leichen so an einem dran kleben. Das macht keinen Spaß. Oh, jetzt kommen schon wieder 10.000 Moskitos, Mann. Nix da. Nix, nix. So. Ooh, we are slowly moving up. So. Du bist unfair. Spawn Trapper. Und zack. Und dann gehen wir, glaube ich, hier hin. Warte, wo ist unsere Leiche gelandet? Hier nicht. Wow, ich wäre fast nochmal runtergefallen. Oh mein Gott, wie ich mich gehasst hätte, wenn ich jetzt nochmal runtergefallen wäre. Ich will unbedingt nochmal Level Up gehen, weil ich will so schnell wie möglich maximale Stärke erreichen. Natürlich nicht maximal, aber schon so 40. Wahrscheinlich finde ich dann noch eine neue Waffe, die dann noch mehr Stärke braucht und dann will ich noch mehr Stärke haben. Ich liebe so richtig schwere Waffen. Aua, wieso kannst du das und ich nicht? Ich wollte ihn eigentlich da runtertreten, aber okay. Na, jetzt habe ich ihn runtergetreten. Nächster. Du drehst dich nicht um. Tot. So. Ah, ich weiß nicht, aber vielleicht ist das hier das letzte Video, was ich heute produziere. Nur für heute, keine Sorge. Oh, du Hund. Du hast nicht das Recht, mich zu schlagen. Okay, eigentlich schon, aber... Nö! Will nicht. Finde ich nicht gut. Mag ich nicht. Was hat er getutet? Wer hat hier was getutet, vor allem? Tschüss. See ya. Schade, er ist nicht gestorben. Hier muss man aufpassen, ich bin hier mal hängen geblieben. Man kann da echt stecken bleiben. Hier meinte ich eigentlich gar nicht. Aber okay. Ich hasse es, ich treffe die nicht.
Ach, was willst du denn jetzt, ja? Ach, wo kommst du denn jetzt her? Geht doch. Die sind voll doof zu parieren, weil die so einen komischen Hieb machen. Und wo kommst du? Ey, Lappen, nein. Ey, komm her. Hallo. Also die halten, sind ziemlich tough, die Viecher hier. Ich meine, ihr wisst, wir töten die meisten Gegner sonst mit einem bis... Ja, mit einem Schlag. Und bei denen hier brauchen wir zwei. Das ist näher. Hm, hättet ihr jetzt nicht gedacht, ich weiß. So. Wir wollen hier raus. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Folge jetzt schon? Ich hoffe mal, die geht nicht zu lang. Ich meine, Folgen eigentlich nicht so lang halten. Ich weiß nicht, ob uns hier drin hitten kann, aber ich glaube schon. Boah, der Schrei ist ja grausam. Pyromantie, innere Kraft. Pariert! Tod. Astoras Schwert ist eigentlich... Es wäre ein wenig... Sprachfehler. Ja. Also, was ich vorhatte zu sagen. Astoras Schwert ist durchaus ein wunderschönes Schwert, aber ich muss auch sagen, es wäre zusätzlich zu seinem Wunderschönsein auch noch das von der Größe her am bestpassendste Schwert sozusagen für uns, da das Schwarze Ritterschwert doch deutlich übergroß ist und relativ unlogisch. Also wäre es eigentlich, wie eben schon erwähnt, logischer, wenn wir Astoras Schwert benutzen würden, da das Schwarzritterschwert der Logik halber zu groß für uns ist. Und ich werde jetzt nicht so reden, weil es doof ist. So. Achso, ist eine Fackel. Warte, wir waren da unten. Wir sind hier. Wir wollen da hoch. Ich habe gedacht, ich könnte da drauf springen, aber schade, leider nicht. Okay. Habe ich hier irgendwo was vergessen? Ich hoffe mal nicht. Okay. Sir, entschuldigen Sie, Ey, könntest du mich so schlagen, ey? Was ist hier los, Mann? Was ist hier los, Mann? Ey, wenn du... Ey, Junge, ich ruf gleich meinen Kumpel, ey. Ich ruf gleich Soler, Mann. Du machst dich kaputt? Der Soler, ja? Mach nicht Faxe mit Soler, ja? Du machst dich kaputt. Der gibt dir einen Schlag, weißt du, du liegst, Junge. Krankenhaus, ey, du kommst nicht mehr raus. Und nein, das sollte wirklich kein Türke sein. Oder sonstiger. Weiß nicht, aus dem Kreis kommen, ich will da jetzt nicht so rassistisch klingen. Ich habe nichts gegen Türken. Okay, weiter. Hallo. Ich bin der Peter, wer bist du? Ist mir egal, stirb. Nicht viel besser. Nein, ich wollte ihn eigentlich runtertreten. Oh Mann, oh. Wir holen uns jetzt ein richtig cooles Schild. Ein richtig cooles Schild. Das Outlaw-Schild. Okay. Wir usen das gleich mal. Mit dem kann man nicht parieren. Mit dem kann man schlagen. Das Adlerschild ist echt ein cooles Schild. Huh? Waren wir da nicht schon? Ja, waren wir schon, okay. Adler sind cool, Mann. Adler sind richtig geil. Okay, nein. Kennt einer von euch von Blumio den Song, lass mal über Haie reden? Wenn nicht, gebt das jetzt ein Blumio, wie Blume und dann, also Blumen, I-O, you know? Und, ja, gebt einfach mal auf YouTube ein Blumio und dann lass mal über Haie reden. Das Lied war sogar mal im Fernsehen. Der ist ein kleiner Rapper aus irgendwo Deutschland. Und der ist ziemlich cool. Ich mag den. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Rap jetzt. Vor allem nicht von deutschem Rap. Aber Blumio, der ist... Also dem, das eine Album mit dem Lied, das ist cool. Weil da nimmt er sich nicht so ernst. Der macht ja nicht einen auf Gangster, weil so Gangstermäßig, das mag ich nicht.
Der nimmt sich da eher so selbst ein bisschen aufs Korn und das finde ich cool. Das mag ich. Wenn Leute sich nicht zu ernst nehmen. Ich nehme mich selbst auch nicht zu ernst, wie ihr in meinen Videos durchaus mal bemerkt haben solltet. Hey, yo, what's up, bro? Was, ey? Hä? Auf jeden Fall hat er ein Lied, das heißt, lass mal über Hai reden und... singt er... Haie sind cool, Mann. Haie sind echt geil. Wusstest du, manche Haie sind erst mit 30 Jahren geschlechtsreif. Wusstest du, Haie können niemals schlafen. Stehen sie still, können sie nicht mehr durch ihre Kiemen... Ah, what the fuck? Irgendwie hatte ich gerade eine derbste Verzögerung. Au. Hä, was ist hier los, Mann? Strange. Wäre ich fast gestorben, ey. Weil der nicht richtig angegriffen hat hier, du. Das kann's ja nicht sein, dieses Spiel ist ja so schlecht. Ich hab geschießen gedrückt. Und es hat nicht geschossen. Das Spiel ist so schlecht. Natürlich nicht. Hat wahrscheinlich mein Controller irgendwie kurz abgespackt. Oder ich habe tatsächlich zu schlapp drauf gedrückt und dann ist nichts passiert. Es kann durchaus mal passieren. Auch einem erfahrenen YouTuber wie mir. Obwohl das absolut nichts mit YouTuber zu tun hat. Da ist scheißegal, ob du YouTuber bist. Da ist scheißegal ist, ob du YouTuber bist oder nicht. Wenn du Kacke in Dark Souls bist, bist du Kacke in Dark Souls. In der Tat. Wo bin ich? What the fuck? Ist ja cool. Ich will hier nicht runterfallen. Ich will mich nur hier in die Ecke stellen. Damit die versuchen, mich zu töten und dann hier runterfallen. Aber irgendwie klappt das nicht. Schade. Mal gucken, vielleicht, wenn ich hier kurz warte. Das wäre eine gute Stelle für einen Film. Ey, ich hätte gerne mal eine Dark Souls-Serie. Aber die halt wirklich jeden Part von Dark Souls mit in Betracht zieht. Ich meine, wie cool wäre das denn, eine Dark Souls-Serie? Uah! Zum Teufel seid ihr hergekommen. What the fuck? Ich habe ihn ernsthaft getroffen, Alter. Mit einem der langsamsten Angriffe überhaupt. Ich will eigentlich gar nicht wissen, wie ihr hergekommen seid, aber euer Ende ist da. Es ist nicht nah, es ist schon da. You know? Okay, Leute, ich würde mal sagen, die Folge ist hier schon ein bisschen lang. Also, bis zum nächsten Mal. Wow, tschüss.